Und ich weiß, wie unglaublich schwierig das ist, loszulassen von einem bestimmten Ideal, das man vielleicht auch pflegt. Weil ganz viele Frauen und ganz viele Menschen, so auch ich damals, ich habe immer versucht, die fehlende Selbstliebe mir gegenüber mit meinem Körper, mit Perfektion auszugleichen. Und irgendwann durfte ich bitter, bitter, bitter feststellen, dass Perfektion nur eine Illusion ist und dass, wer sagt dir, was perfekt ist? Es gibt kein Perfekt und ich durfte dann überhöhte Ansprüche lernen, über Bord zu werfen und das war das Beste, was mir hätte passieren können. Weder mein Körper, noch mein Essverhalten, noch eine Leistung definiert mich mehr. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Happy, Healthy and Confident Podcast. Wie jeden zweiten Montag starten wir gemeinsam in die neue Woche. Und für alle, die mich noch nicht kennen, schau gerne mal auf Instagram oder auf meiner Homepage vorbei. Auf Instagram heiße ich lt-coach-lina. In meiner vorherigen Podcast-Folge erfährst du auch, warum L und T. Und auf meiner Homepage www.lt-coaching.net findest du auch alle Infos zu meinem 1:1 Mentoring, zu Einzelberatungen, zu Blutbildanalysen, zu meiner Food Freedom Academy, also mein Gruppenprogramm, zur Ärztin und Psychotherapeutin Melanie, also meiner Partnerin und allem drum und dran findest du auf jeden Fall da. Und ansonsten kurz zu mir, ich bin Ernährungsberaterin, Fitnesstrainerin, Health Coach und allen voran Essstörungsüberlebende auf Mission zu helfen. Und hier in meinem Happy, Healthy and Confident Podcast helfe ich dir, in dein gesundes, fittes und essstörungsfreies Leben zu finden, beziehungsweise einfach in deine Mitte zu finden, Frieden mit dem Essen, deinem wundervollen und gesunden Körper zu schließen. Denn mir ist es immer ganz wichtig, dass man auch alle Aspekte einfach berücksichtigt, weil ich finde, unser Körper und unsere Intuition, es ist ein ausgeklügeltes Wunderwerk der Natur und das dürfen wir auch als solches annehmen und dann in unsere Mitte finden und dann wirst du auch merken, wie viel Freiheit dich überkommt. Und Freiheit ist vermutlich auch das Stichwort für heute, denn ich möchte darüber sprechen, warum Recovery, eine Essstörungs-Recovery, also der Weg aus der Essstörung, die Heilung aus einer Essstörung, die Heilung einer Essstörung, egal welche Art von Essstörung, sei es jetzt eine Anorexie, eine Binge-Eating-Störung, eine Bulimie, eine atypische Anorexie oder was weiß ich. Es gibt ja so, so viele Arten von Essproblemen, ob du mit Rumination zu kämpfen hast, mit Chewing and Spitting oder sonst was oder irgendeiner anderen ungesunden Verhaltensweise. Das Loslassen von dieser ungesunden Verhaltensweise oder auch von deiner Essproblematik bedeutet immer einen unglaublichen Verlust. Denn du kannst es dir vorstellen, als wär's ein riesengroßer Raum. Ein riesengroßer, schwarzer, dunkler Raum. Und dieser Raum ist gefüllt 1% mit dir und du stehst wie so ein kleines Kind in der Ecke und traust dich gar nicht, dich umzudrehen, weil 99% von dem Raum die Essstörung ist, ein ungesundes Essverhalten, ein ungesundes Verhalten, irgendwas Negatives in deinem Leben, sag ich jetzt mal. Und der Raum ist so eingenommen von dieser Essstörung und so wenig von dir, dass da einfach so viel Angst ist. Und diese Angst kontrolliert dich im Endeffekt, weil du natürlich Angst hast, wenn du dich umdrehst, was dich da erwartet. Du kannst dir auch immer vorstellen wie so ein riesengroßer schwarzer Wald. Also du stehst vor dem Jäger, der dich gerade erschießen will, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite könntest du flüchten in den großen schwarzen Wald. Aber hast total Angst, was da auf dich wartet. Und ganz viele geben sich dieser Situation vor dem Jäger hin und warten einfach nur drauf, was kommt und was passiert. Und das sind genau diese Menschen, die Angst haben vor der Angst, die gar nicht wissen, was erwartet mich in diesem großen dunklen Wald, sondern die haben nur diese Ungeheuer im Kopf, die sie dann zerfleischen. Aber was ist, wenn du in diesen dunklen schwarzen Wald gehst und einfach merkst, wie viele wundervolle Helfer zum Beispiel da auf dich warten, dass es gar keine Ungeheuer sind und dass hinter dieser großen Angst ein Leben stecken kann, weil bei dem Jäger wirst du so oder so erschossen. Und ich finde, es ist immer ganz schön, sich das mal so vorzustellen, dass Angst eigentlich dein Weg sein kann. Und jede Hürde, die dir in den Weg gelegt wird, das ist dein Weg. Diese Hürden formen doch deinen Weg. Und die sind da, um gelebt zu werden, um durchlebt zu werden. Und das Gleiche in diesem großen schwarzen Raum. Wenn du dich niemals traust, dich umzudrehen und Emotionen zuzulassen und irgendwas zu verändern, der Angst ins Auge zu blicken, dann wirst du nie sehen, wie hell der Raum vielleicht sein kann. Und dass du nicht mehr nur 1% ausmachen musst und die Essstörung 99%, sondern dass du immer mehr einnehmen kannst und die Essstörung loslassen kannst. Und ganz viele identifizieren sich so arg mit ihrer Essproblematik und mit der Essstörung, dass sie vergessen, dass es ist nicht meine Essstörung, es ist eine Essstörung, es ist ein Symptom, eine Erkrankung, eine Begleiterkrankung.
Und klar, wenn man diesen dunklen Krankenanteil loslässt, der irgendwo zum Teil von einem geworden ist, dann bedeutet es immer ein Verlust. Es bedeutet Schmerz, es bedeutet, es stirbt da ein Teil. Und ein Tod ist immer ein Verlust, das ist uns allen klar. Und genau deshalb ist Recovery einfach eine Art Verlust. Aber ein unglaublich positiver Verlust, geprägt von Angst vor der Angst häufig. Und das ist immer so wichtig, dass du dir mal die Frage stellst, was nimmt mir eigentlich diese Angst vor der Angst? Was nimmt mir meine Essproblematik eigentlich alles? Und was kann vielleicht passieren, wenn ich mich mal der Angst stelle? Was kann schlimmstenfalls passieren und was bestenfalls? Und lohnt es sich nicht vielleicht mal zu probieren, was in dem dunklen Wald auf mich wartet? Was passiert, wenn ich mich in diesen Raum umdrehe, meine Scheuklappen mal ablege und vielleicht auch erkennen kann, wie wunderschön und bunt das Leben sein kann? Ganz großer Punkt. Und ich weiß, wie unglaublich schwierig das ist, loszulassen von einem bestimmten Ideal, das man vielleicht auch pflegt. Weil ganz viele Frauen und ganz viele Menschen, so auch ich damals, ich habe immer versucht, die fehlende Selbstliebe mir gegenüber mit meinem Körper, mit Perfektion auszugleichen. Und irgendwann durfte ich bitter, bitter, bitter feststellen, dass Perfektion nur eine Illusion ist. Und dass, wer sagt dir, was perfekt ist? Es gibt kein Perfekt. Und ich durfte dann überhöhte Ansprüche lernen, über Bord zu werfen, und das war das Beste, was mir hätte passieren können. Weder mein Körper, noch mein Essverhalten, noch eine Leistung definiert mich mehr. Und seitdem ich das verstanden habe und seitdem ich nicht mehr die zweifache deutsche Meisterin Lina bin, also die Wettkampfathletin Lina oder die essgestörte Celine oder was weiß ich, seitdem bin ich einfach Lina und weiß ich nicht, ich bin einfach ich und nichts auf dieser Welt definiert mich. Und das ist so unglaublich schön. Und was glaubst du, was ich für Angst hatte, sei es jetzt in der Klinik, dass ich mich mit einer Zunahme anfreunde oder mit der Bulimie, dass ich meine beste Freundin Bulimie loslasse. Und für mich war auch das immer, ich bin den ganzen Tag diszipliniert und perfekt. Ich bringe meine Leistung, ich brauche kein Essen. Ich bin die schlanke, schöne Frau und ich esse nur gutes Essen. Und abends kommt dann der Teufel, sage ich jetzt mal, in mir hoch. Ich fange an zu stopfen, das böse Essen mir zu erlauben. Ich fange an, mich zu belohnen. Und dann fange ich wieder an, mich zu bestrafen, indem ich mich erbreche, indem ich exzessiv Sport mache. Und das war ein Teufelskreis, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich lebe in so einer Angst, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, obwohl dieser Teufelskreis an sich eigentlich das Gruseligste auf der Welt ist. Und dann bin ich durch die Angst und ich kann dir versprechen, wenn du durch die Angst gehst, wirst du merken, dass es so schön ist. Ich bin jedes Mal gewachsen, wenn ich mich getraut habe, meine Komfortzone ein Stückchen zu verlassen. Das bedeutet gar nicht, dass du aus deiner Mini-Komfortzone da direkt in die riesengroße Panikzone übertreten musst, sondern vielleicht mal aus deiner Komfortzone einen kleinen Schritt raus in die Übergangszone. Und da wirst du merken, dass da Magie passiert, denn deine Komfortzone wächst und wächst und wächst und entfernt sich immer oder ist immer näher auch an deiner Panikzone. Die Panikzone wird kleiner und kleiner und kleiner und irgendwann existiert die vielleicht gar nicht mehr. Und immer wenn du denkst, du hast Angst vor der Angst, also irgendwelche Zukunftsängste wie, ja, aber wenn ich mich, aber was ist, wenn ich zunehme und mich da nicht mehr wohlfühle? Was ist, wenn ich zunehme? Was ist, wenn ich abnehme? Was ist, wenn ich jetzt was anderes esse? Was ist, wenn ich mich jetzt unwohl fühle? Was ist, wenn mein Bauch denn aufgebläht ist? Was ist, wenn ich meine Tage dann trotzdem nicht bekomme? Dann wirst du niemals erfahren, was passieren kann, wenn du dich traust, wenn du in diesen dunklen Wald rennst vor dem Jäger und dich nicht erschießen lässt. Und das kannst du nur so rausfinden. Und ich finde immer, und was mir da auch ganz doll geholfen hat, war mir immer wieder bewusst zu machen, dass ich nur dieses eine Leben habe. Warum soll ich in ständiger Angst vor etwas leben und es nicht einfach mal ausprobieren? Und ich sage meinen Frauen dann bei mir in der 1:1-Begleitung bei LT Coaching auch immer, wenn es dir auf der anderen Seite nicht gefällt, wenn es dir hinter dem Wald nicht gefällt, wenn du da dein Leben nicht findest und dich findest und dich von deiner Essstörung, von der Identifizierung mit der Essstörung löst und dich selber findest, dein Strahlen nicht findest. Du kannst jederzeit zurück. Ich begleite dich sogar. Aber die Frauen wollen nicht mehr zurück, weil sie eben merken, okay, was macht mich denn als Person eigentlich aus? Und falls du jetzt gerade schon denkst, boah, eigentlich gibt es gar nichts, was mir an mir gefällt, versuch mal, deine Allerliebsten zu fragen, was sie denn an dir schätzen. Das sollen sie dir auf ein Zettelchen schreiben und dir mitgeben. Und dann hast du hier vielleicht auch nochmal einen kleinen schönen Reminder, was an dir eigentlich super, super wertvoll ist. Und was du auch mal ausprobieren kannst, gerade wenn du merkst, es kommen viele negative Gedanken und Zweifel und Ängste hoch, mach einen WhatsApp-Chat mit dir selber.
Das kann so helfen, dann einfach in den WhatsApp-Chat eine Sprachaufnahme oder eine Nachricht reinzusenden und dir in 2-3 Stunden nochmal anzuhören. Und ganz oft beantwortest du dir dann deine Frage im Kopf schon selber, weil es ist, als würdest du mit einer Freundin schreiben. Welchen Rat würdest du deiner besten Freundin geben? So im Endeffekt ist es ein bisschen. Und wenn du merkst, du möchtest Hilfe oder Unterstützung auf deiner Reise, um diese Recovery, diesen Verlust zu ertragen und dich selber zu finden, dich von der Identifikation Essstörung zu lösen und herauszufinden, hey, wer bin ich denn eigentlich? Dann darfst du dich jederzeit gerne bei mir melden unter www.lt-coaching.net oder einfach eine Nachricht da lassen. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und hätte gesagt, bis übernächste Woche Montag zum Happy, Healthy and Confident Podcast. Und vergiss nicht, mir unbedingt eine Bewertung da zu lassen. Fühl dich ganz, ganz lieb gedrückt. Und mach dir mal bewusst, dass du so viel mehr bist als die Essstörung und dass sich dieser Verlust sowas von lohnt, weil du endlich herausfinden kannst, wer du bist und Platz für Emotionen im Hier und Jetzt hast.